Kann nicht schwerer sein, als diesen Käse zu finden. Ich glaube, zum Käse geht es da lang. Ich bin ziemlich sicher, er ist da drüben. Leute, Leute, diese Typen wollen doch nur, dass wir den Käse finden. Entspannen wir uns. Wo die immer nur das Gras herhaben? Wo wäre es leichter, Gott zu finden, als am Geburtsort aller tollen Religionen der westlichen Zivilisation und einer ganz bösen? Ich hatte schon befürchtet, dass das hier so aussieht. Oh Gott, es ist so heiß hier draußen. Kann man in der Innenstadt nicht heiratet an einem grässlichen Fußschmerz. Ich leide. Ach, guck mal, Joe füttert sie mit Pennies. Oh, schnell, jemand muss ein Foto machen. Hey, Leute. Hey, Tod, was machst du denn hier? Eigentlich wollte ich mir deine Serie holen. Ach, komm schon, Mann, ich bin hier im Urlaub. Moment mal, Tod, du arbeitest mit Gott. Kannst du uns zu ihm bringen? Klar könnte ich das. Aber meinst du nicht zu ihr? Ha, wie blöd ihr guckt. Natürlich ist es ein Kerl. Kommt, gehen wir. Ich bin überrascht, dass die mich in den Himmel gelassen haben. Ich darf nicht mal mehr Schiedsrichter in der Kinderliga sein. Strike 2! Und du hast den geilsten Arsch auf dem Spielfeld, Ricky. Keine Sorge, ich habe Übung darin, Leute zum Lächeln zu bringen. Ich war mal Fotograf für Babys von Prominenten. Okay, Apple. Apple, lächle für Peter. Lächle für... Nein, nein, okay, guck mal, wer da ist. Wer liebt dich mehr als deine Mom? Ganz genau, kannst du für Kindermädchen Nummer 2 lächeln? Sehr gut, ausgezeichnet. Und deine Mami will um 20.30 Uhr mit dir skypen, falls sie nicht vor dem Essen schon besoffen ist. Oh Mann, das ist meine größte Leistung seit meinem Alleinflug über den Atlantik in den 20er Jahren. Vive Pierre Griffin! Incroyable! Guckt nicht da rein, guckt nicht da rein. Alles vollgekackt. Ehrlich, wir müssen da Toiletten einbauen, wenn wir mehr als 2 Stunden drin hocken. Peter, wo sind wir? Weiß nicht, bin auch gerade aufgewacht. Hab das Lenkrad an meinem Gürtel festgebunden. Ich schätze mal, 20% der Zeit waren wir auf der Straße. Wie lange dauert's, bis wir wieder nach Hause können? Keine Ahnung. Wie lange sind Frauen normalerweise sauer? Nicht so lang, würde ich denken. Wir sind die ganze Nacht durchgefahren. Fahr an der Tankstelle raus, dann können wir aufs Klo gehen und uns die Beine vertreten. Mach ich, Babe. Hast du mich Babe genannt? Allerdings. Oh, Peter. Igitt, Mom. Das wirst du nie erleben, Meg. Oh mein Gott, unser Wagen! Den hat uns jemand geklaut! Oh, Dreck! Obwohl ich sagen muss, sonst siehst du nie, wie ein anderer dein Auto fährt. Ist irgendwie cool. Und seltsam. Wir sitzen hier fest, Peter. Und wir wissen nicht mal, wo wir sind. Also hier ist ein Schild.